Moin Leute, da melde ich mich mit dem 11. Teil Einstieg Rockermilieu. Ja, der Drogenhandel ist fast automatisch mit dazugekommen. Ja, bewusst auch für einen 1%er Club entschieden. Ich wusste, ich möchte in die kriminelle Rockerschiene. Ich weiß, ich kriege immer wieder Kommentare, ja, nicht alle Rocker sind kriminell, das sage ich gar nicht. Wer sich aber bewusst als 1%er bezeichnet, außerhalb der Gesellschaft, heißt auch noch nicht, dass er kriminell ist. Aber es gibt halt viele kriminelle Rockerstrukturen. So einfach ist das. Also soll sich nicht immer jeder angegriffen fühlen bei einem. Wenn du in einem Motorradclub bist und ihr seid nicht kriminell, dann fühlt ihr euch doch nicht angesprochen. So, also. Okay, wir haben irgendwie diese Kokain-Konecke aufgemacht. Ware soll auch okay sein. Wir warten ja immer noch auf die erste Lieferung, aber wir holen uns parallel schon mal den Daniel ran, der auch eine lustige Anekdote nebenbei, wofür es dann nachher auch mal Ärger gab. Er war ja dann auch so, also den habe ich so gut wie nie mit seiner Kutte gesehen. Daniel war auch ein ziemliches, ja, der hat schon ein sehr, sehr breites Kreuz, dicke Oberarme und so ein bisschen kompakterer Typ. Und hatte dann auch so eine Kutte, die so, weiß ich nicht, 3-4 Größen zu klein war. Er hat sich, glaube ich, ich habe sie nicht einmal zugesehen. Die hing auch nur bis zum Bauchnabel und so. Und der ist damit nie gekommen. Der lief dann immer eher so mit Markenklamotten rum. Da hat er sehr viel Wert drauf gelegt. Immer etwas schicker, wo wir noch so den, ja, sag ich mal, legeren Kleidungsstil hatten. So Bodybuilderhose, Turnschuhe und dann die Trainings- oder Joggingjacken oben und so weiter vom Pro, hey, ganz Cocaine. Und ja, er selber war da, wie gesagt, gut vernetzt und haben ihn dann rübergeholt und haben gesagt, okay, wir haben dann diese Konecke aufgetan. Der Tom hatte das getestet und so weiter. Er hat natürlich auch gefragt, okay, wie gut ist das? Und wir so, ja, ja, ist schon richtig gut. Ja? Also, wo wir vorher gesagt haben, zu dem Lieferanten aus Niedersachsen gesagt haben, ja, ist okay, haben wir natürlich unseres angepriesen als, oh, knallt rein, ja. Und es gibt so viele Tricks im Kokainhandel und was dabei gemischt wird. Viele von euch werden gar nicht wissen, was sie sich da teilweise in den Kopf, durch die Nase ziehen. Ja, es sind ganz, ganz viele üble Dinge noch drin, neben der Droge, ja, die zum Strecken benutzt werden. Falls sich jemand damit gut auskennt, darf er sich gerne bei mir melden und da einen Mehrwert liefern für den Kanal. Der Daniel war auf jeden Fall schon etwas länger auch in dem Business und kam dann vorbei und hat gesagt, ja, ich hätte auf jeden Fall ein paar Leute, die sofort immer 50, 100, 100 Gramm nehmen würden. Das hatten wir ja vorher schon abgeklärt und dann gab es auch dieses Treffen. Höchstwahrscheinlich auch wieder im Schnitzelhus in unserer damaligen ja, fast Mittagesszentrale, ja. Oder beim Italiener, wo wir uns dann getroffen hatten in Wismar, wo dann auch die Richter und Staatsanwälte mittags essen gegangen sind und wir uns dann auch dort getroffen haben, um diese Geschäfte dann zu sprechen, war schon eine surreale Situation. Und weil das Restaurant war ganz fußläufig in der Nähe vom Amtsgericht in Wismar. Und ja, haben dann über Zahlen so ein bisschen gesprochen. Er hat natürlich auch mit uns verhandelt. Ja, was... für was wir ihm das weitergeben und hatten dann so gedacht, so ja, ein 60er auf Komme, also er wollte auch auf Kommission haben, war jetzt auch nicht so, also der hat viel auch auf Kommission gemacht, aber der war im Geldhorten schon ganz gut, also der konnte mit seinen Finanzen umgehen. Und aber wenn man das anbietet und dann muss man sein eigenes Geld erstmal nicht einsetzen, war für viele wohl attraktiv. Selbst wenn man dafür mehr bezahlt hat, ist aus kaufmännischer Sicht natürlich unlogisch, ja, wenn man das ganz neutral betrachtet als Außen von als Kaufmann. Ja, hatte dann so ein bisschen mit Zahlen um sich geworfen, ja, 200, 300 Gramm drückt er auf jeden Fall die Woche ab, hat er die und die Läufer und wir so, ja, wollen wir gar nicht wissen, sollen gar nicht kennen, haben ihn auch mitgesagt, okay, pass auf, wir wollen gar nicht, dass es heißt, dass die Leute wissen, dass die Drogen aus Wismar kommen, ja, also dass wir das versuchen, wegzudeckeln. Das ist aber in diesem Milieu, ich sag mal so, schon ein halbes Jahr später habe ich das dann immer auch gehört, ja, ihr versorgt ja den und ihr verkauft euren Stoff dahin. Und ja, das war dann schon immer sehr unangenehm, weil so groß ist und war Wismar nicht. Und wenn man das dann gehört hat und bevor, wenn diese Gerüchte dann kommen, die labern am Telefon, per WhatsApp und so weiter, war das klar, dass das schnell, relativ zügig zu den Cops auch kommt.
Diese Konecke, die wir da aufgetan hatten, da hatte auch der Sergeant aus Rostock mit zu tun von den Hells Angels. Der Stör, der hatte dann uns auch sozusagen dort die Tür aufgemacht. Ja, das ist der, der die Konecke hergestellt hat. Ist jetzt beim letzten Teil, beim Erzählen, ist mir das wieder eingefallen. So funktioniert das meistens auch. Wenn ich erstmal in der Story drin bin, dann fallen mir viele Details ein. Also ist ja nicht gescriptet. Und die kannten sich über die Hooligan-Szene, kannten die sich und ein bisschen aus dem, ja, ich will nicht sagen, ja, weil der Stör war nicht so im Neonazi-Milieu, der war stramm rechts, aber daher kannten die sich und das war seine Konecke und der Stör wollte dann auch immer was von dem Geld abhaben, was wir am Anfang auch zugesichert hatten und eine Zeit lang lief das dann auch, bis es nachher auch zu einem Bruch da gekommen ist. So ist das dann zustande gekommen. Und jetzt will ich euch mal ein bisschen was erzählen, wie der Drogenhandel dann so läuft. Weil wir hatten dann gesagt, okay, wir brauchen diese Konecke. Der Sergeant von den Hells Angels hat uns diese Konecke hergestellt nach Niedersachsen. Und wir haben gesagt, okay, wir vertreiben das nur in Wismar. Weil er hat auch Lieferungen bekommen, hat selber das immer nicht gemacht, hatte immer Läufer, weil er immer viele Leute unterdrückt hat. Ja, und Leute zu Dingen gezwungen hat und hat selber sich aber immer von diesen Dingen ferngehalten. Und wir dann gesagt haben, nein, nein, wir vertreiben das in Wismar, du kannst dann dort Rostock machen und das funktionierte dann auch eine Zeit lang. Aber natürlich, hintenrum haben wir es anders gemacht und haben gesagt, pass auf, Daniel, du darfst nicht sagen, dass du es von uns hast, schiete egal. Geld geht vor. Wir wollen Geld verdienen. Ist egal, was wir dem anderen vorne rum versprochen haben. Und es ist ja auch immer ganz wichtig, dass ich dann bei diesen Aktionen auch immer mit dem Finger immer wieder auf mich zeige, weil wir auch bereit waren, jeden und alles zu betrügen, um selber Geld zu verdienen. Immer in der Annahme, wir handeln ja richtig, wir machen das bei uns und untereinander würden wir das nie machen. Wir fünf, wenn wir uns alle in die Augen gucken, nee, wir betrügen uns alle nicht untereinander. Ja, genau. Ja, wenn man erstmal anfängt zu betrügen, dann zieht man das auch durch alle Reihen durch. Aber erstmal lief es eine Zeit lang ohne Betrug untereinander in diesem kleinen Kreis. Das Kokain, das wir bekommen haben aus der Region Niedersachsen dort, war schon eine Zeit lang sehr einzigartig. Es hatte einen gelblichen Stich und hat immer so ein bisschen nach Katzenpipi gestunken. Ja, einige wissen das, wie sie das einzuordnen haben. Das liegt vielleicht an den Schmuggelwegen, wie das geschmuggelt worden ist, in was, mit was und so weiter. Die gelbliche Tönung. Kann mir gerne jemand erklären hier drunter, ja, ich habe mich nie damit beschäftigt, nie nachgefragt, ja. Wer viel fragt, macht sich verdächtig im kriminellen Milieu, habe ich nie mich drum gekümmert. Mir ging es um die Wirkung. Aber es war halt so, teilweise, wenn man die erste Line davon gezogen hat, dass man sich fast übergeben musste. Nachher ist man dann ja so betäubt, dass man dann drauf loskonsumieren kann. Und immer wieder sage ich, Schiss des Teufels, Leute, Finger weg von dem Scheiß. Bitte, 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 bitte. Ihr werdet das gar nicht mitbekommen selber, wie ihr euer Leben ruiniert damit. Erst wenn ihr dann irgendwann aufwacht und alles verloren habt, Freunde, Familie, Geld, dann wisst ihr, wo die Fahrt hingeführt hat. Schnellfahrt. Und ja, also intern schon viel Betrügereien. Wir sind in einem Club, wir sind in einer Family. Wir stellen die Kontakte untereinander her, aber alle gucken, wie sie sich gegenseitig betrügen. Werden einige kennen, Hashtag kenne ich, werden einige kennen, wie das dann so läuft, dass wirklich jeder nur auf seinem Vorteil ist. Dann haben wir, hat er gesagt, okay, die und die Menge nimmt er an. Dann haben wir in Wismar geguckt, okay, wer können für uns so ein bisschen laufen? Und da sind wir natürlich auf Tom gekommen, der gesagt hat, ja, ich drücke das dann hier oben in die, er hing ja dann so ein bisschen so in der Stadt rum mit ein paar einflussreichen Leuten über eine neue Freundin, die er hatte, die später auch noch eine Rolle in meinem Leben spielen sollte und hat gesagt, ja, da würde ich das in den Kreisen wegdrücken und ich habe da genug Leute und oh, ja, wir dann so gewusst, okay, ist nicht der zuverlässigste und so weiter, naja, egal, kann man mal ausprobieren, gibt es ihnen erstmal, was weiß ich, 50 Gramm mit und so weiter. Dann hatte Mike noch zwei, drei Leute aus alten Zeiten, die dann auch gesagt haben, ich nehme 50, ich nehme 100 und wir sammeln das dann so alles ein und hatten dann sozusagen die ersten 500 Gramm aufgeteilt, wenn sie denn dann kommen. Und ja, die erste Lieferung war dann irgendwann auf dem Weg, haben wir dann auch in Beschlag genommen, ganz unspektakuläre Übergabe, einfach.
mit so einer Sporttasche rein oder einen Rucksack oder Bauchtasche, kann auch in der Bauchtasche gewesen sein, muss auch dazu sagen, also 500 Gramm Kokain kriegst du in einen relativ kleinen Beutel rein, das ist nicht viel, also das ist härter gepresst als ein Pfund Kaffee, ja, und viel enger gepresst noch. Wir haben das auch immer als Stein bekommen, in einem Klumpen haben wir das immer bekommen. Und spektakuläre Übergabe. Erstmal alles immer auf Vertrauensbasis. Ja, dann war das in dem Geschäft, ist es dann aber kritisch, wenn du dann nur 486 Gramm kriegst, wenn du es dann nachwiegst. Und dann ist es irgendwie zu spät, wenn du dich dann irgendwie so 3 Wochen später meldest, so wenn man sich erst persönlich wieder zur Geldübergabe sieht und sagt: Ah, Digga, beim letzten Mal fehlten da irgendwie 14 Gramm oder so, was dann im Verkaufswert mal schlapp 1000 Euro sind und schon im Einkauf auch ein ganz schöner Schaden ist, ja, also da geht es wirklich immer ans Eingemachte. Diese Verteilung, das hatte Mike weiter delegiert an jemand anderen, der das dann auch teilen konnte und so weiter, auch mit Tom saß er da zusammen, weil der auch lange im Drogenhandel dann schon drin war, sich dann, ne, was man dann also besorgen muss, ja, Waage, die Tütchen und so weiter, alles bestellen. Und die haben das dann aufgeteilt und dann wurde das auch verteilt und wir haben uns schon mal die Hände gerieben, okay, geht los. Lief auch an und es ist unproblematisch angelaufen. Wir hatten die erste Zeit, dass die Leute wirklich Geld gebracht haben, das war dann immer ziemlich lästig, weil wir das immer bei mir am Tattoo-Laden gemacht haben oder sagen wir zu 90% der Zeit, dass Leute dann gekommen haben, angerufen haben, gesagt: Ja, Mensch, wo bist du? Das sind so Anrufe ja einfach innerhalb der eigenen Stadt: Ja, wo bist du? Ja, wir müssen uns sehen. Ja, und dann fährt man los und sagt: Ja, ich bin am Tattoo-Laden, da hingen wir ja viel rum. Und dann kamen die alle mal zum Tattoo-Laden, alle natürlich vorbestraft wegen Drogendelikten und so weiter, hingen dann da rum und dann ging das da immer los. Da hatten wir ja so einen Holztresen und einige der Läufer sahen auch aus, wirklich, als wenn sie gerade aus armes Deutschland oder wie heißt das? Nee, hartes Deutschland? Hartes Deutschland, ja, als wenn sie da aus dem TV entsprungen sind. Teilweise verloddert und so weiter. Ja, und dann sitzen wir in diesem Tattoo-Laden, oben wird tätowiert, Leute warten, stehen wir so davor und dann wird so ein Geldbündel, ja, oder so eine Handvoll Geld wird irgendwie in die Hand gedrückt und dann für die 50 Gramm dann, was weiß ich, die wir 60 auf Komme gegeben haben, dann 3000 Euro. Ja, irgendwie so alles in kleinen Schein, teilweise noch gerollt und so weiter. Ich im Tattoo-Laden alle Scheine wieder auseinandergerollt, ja, da habe ich mir immer gedacht, so, die haben sich alle Leute in die Nase gesteckt und so weiter und ich fummel da mit meinen Händen dran rum, fand das echt ekelhaft. Und dann musstest du da ja auch sitzen und waren dabei, ja, so ein Stapel Fünfer, ein Zehner und wenn da mal ein Zwanni dazwischen war oder so, dann war das schon großes Geld. Ja, nennt man auch szenetypische Stückelung. Also wenn es bei Drogenrazzien bei der Polizei geht und es geht um Drogengeschäfte und da liegen halt viele Fünfer, viele Zehner, 20er und so weiter, dann nennt man das immer szenetypische Stückelung, wenn dann da 2, 3, 5.000 Euro gefunden wird oder so. Und wenn die in diesen Mengen so, das ist auch oft zu erkennen als Drogengeld, ja, wenn das dann irgendwie noch nicht so hergerichtet worden ist, wieder ordentlich. Ja, und dann diese Scheine sortiert und dann standen die ganzen Typen auch mal vom Tattoo-Laden rum und so weiter und ich dann so nach dem Geld so, ist noch irgendwas so, ciao, Alter. Ne? Also, weil ich habe ja mit dem Tattoo-Laden auch Geld verdient und hatte da auch keinen Bock, dass die dann da alle drumhängen. Hier sind wirklich auch Dinge passiert, auch eine Sache, die mir da einfällt. Da waren natürlich Typen dabei, die selber schwerst abhängig waren. Ja? Wo dann wirklich das, was, wenn wir denen auch nur 20 oder 30 Gramm auf Komme mitgegeben haben, ja, dass dann das nicht geschafft wurde, die es dann abgestottert haben über 200-Euro-Raten, wo du hinfahren musstest, wo wir klingeln mussten, Türen eintreten mussten, wirklich. Ich erinnere mich noch einen, der 2 Jahre braucht, irgendwie 2.500 Euro abzustottern und so, immer wenn wir den in der Stadt gesehen haben, muss. Hingegangen, den Ohrfeige gehaut und ja, ich kümmere mich drum, morgen ist Geld da, morgen ist Geld da und das ist schon ein Geschäft, das kostet Nerven. Ich weiß, da spricht kaum einer drüber, aber es ist nicht nur ein dreckiges Geschäft, in dem, dass man Süchtige macht und sich beteiligt, natürlich an einem ekelhaften Business, sondern auch die Menschen, mit denen man zu tun hat und wie man sich selber dann verhält und ja, wir wurden dann auch nochmal rauer in diesem Business und haben dann nachher auch Leute wieder aussortiert. Auf jeden Fall funktionierte das
funktionierte das ganz gut, aber es war nachher, dass wir gesagt haben, okay, das sind zu viele Läufer. Ja? Wir brauchen echt nur die, die 200 abnehmen, 100 abnehmen und darunter dann gar nicht und am liebsten nur davon so 4, 5 Leute bei, oder 3, 4 Leute bei uns in der Stadt und dann Daniel und noch ein anderer in Rostock. Ja. Ganz kurz eine eigene Sache, wenn ihr uns unterstützen möchtet, mein Buch ist draußen, Hass macht Gewalt, Spiegel, Bestseller. Die Marke hinter dem Produkt, King unter den Kongs, checkt das mal aus. Unter dem Video sind ganz viele Links, wie ihr uns supporten könnt in unserer Arbeit, Deradikalisierung, Antigewaltarbeit im Internet und oder an Schulen. Also, ganz viele Möglichkeiten, Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, all das hilft. Vielen lieben Dank und Ahoi, Video geht weiter. In diesem Geschäft geht es auch darum, möglichst viel Gewinn zu machen, das heißt, Dinge werden totgestreckt. Ja, das kommt einigermaßen, wenn es auf die Reise geht, aus Kolumbien oder so geht es auf die Reise, wird dann vielleicht in Afrika das erste Mal gestreckt, ja, von Afrika geht es auf die Reise nach Italien oder nach Holland, wird da ein zweites Mal gestreckt, kommt dann in Bremen, Hamburg oder sonst wo an oder über Spanien kommt viel und dort wird es dann nochmal gestreckt, ja, und immer wieder wird es dann um 10% gestreckt, 10%, 10%, das, ich weiß, ne, 10% von 100 sind dann 90, 10% von den 90 sind dann auch nur noch 81% und so weiter. Auf jeden Fall ist es eine Ware, die, bis es beim Endkunden ist, ist die schon 4, 5 Mal gestreckt worden. In Rostock wurde das so dermaßen übertrieben, dass man teilweise dann in einem Gramm wirklich nach Sporen suchen musste, ob da überhaupt noch was drin ist und wir hatten gesagt, nee, okay, wir machen das nicht. Wir wollen uns ja noch ein paar der größeren ranködern und lieber das über Menge machen, dass wir im Monat nachher 1 Kilo oder 2 Kilo wegdrücken und wenn wir dann da dran irgendwie 15.000 pro Kilo verdienen, was soll's und wir haben das Gepansche, das Gemansche nicht, denn ich habe auch erlebt, dass einige Leute Sachen totgestreckt haben und dann kannst du das mit dem Klo runterspülen. Und wenn du erstmal 1 Kilo Kokain versaut hast, das du gekauft hast für 40 oder 44.000 auf Komme, das musst du erstmal reinholen. Da sind schon ganz viele Dinge passiert, dass Leute was kaputt gestreckt haben, falsch gestreckt haben und so weiter. Wird natürlich dann trotzdem versucht, an den Konsumenten loszuwerden. Scheiß drauf, sieht man nicht wieder. Ja, in der Diskothek kaufst du dann was und dann ziehst du nachher nur Edelweiß durch die Nase oder so, womit teilweise gestreckt wird. Milchpulver oder was weiß ich. Ich kenne mich mit dem Strecken nicht gut genug aus. Wäre jetzt auch gelogen, aber das war auch nicht mein Business und hätte ich mich jetzt auch nicht hingesetzt und das irgendwie bei mir in der Bude gestreckt oder in meinem Hinterzimmer. Ich erinnere mich noch eine Sache, die auch dem Daniel passiert ist. Der hatte bei uns dann geholt und hat dann seine 200, 300 Gramm mitgenommen, hat die gestreckt und wollte, zum Strecken wird der Stein klein gemacht, ja, wird wieder zu einem Pulver gemacht. Und das wird oft in einem Mixer gemacht, ja, kann man auch mörsern, aber man muss den Verlust natürlich einkalkulieren, ja, da geht immer was verloren dann. Aber gut, man will ja strecken und haut dann auf die 300 Gramm, haut man dann wieder, was weiß ich, 60, 70 Gramm drauf und das könnt ihr euch hochrechnen, ja, 8 mal 8 sind 6.000, also 80 Gramm mal 80 Euro sind 6.400 Euro, das ist, da reden wir über richtig Geld. Und dann kam es aber immer wieder besser an, wenn man das wieder als Stein verkauft hat. Ja, also dass es fest ist. Und das muss man dann wieder zusammenpressen. Ja, das kann man mit Frischhaltefolie machen, dass man dann ein Gewicht draufhaut und so weiter. Und der Daniel hat das mal gemacht, der hat das dann mit einem Holzbrett und dann in Folie gemacht und dann mit einer Schraubzwinge, hat das aber so fest angezogen, dass wirklich die allerletzte Feuchtigkeit aus dem Kokain rausgepresst wurde und ja, der Gewichtsverlust größer war als das, was er zugestreckt hat. Ja, sind halt Dinge, die schon surreal sind, ja, weil es auch uns so normal vorkam, als wenn man damit hantiert, als wenn wir 10 Packen Milch verkaufen, irgendwie aus dem Supermarkt holen und die weiterverkaufen und daran irgendwie Geld verdienen. Weil du so in dem Tunnelblick bist, du blendest das aus, du bist so auf dem kriminellen Pfad drin, dass du gar nicht drüber nachdenkst, dass das außerhalb der Regeln, außerhalb der Gesetze ist und was man da tut, das werden einige von euch auch wieder kennen. Man ist in diesem Film drin, es gibt kein normales Umfeld mehr, keiner, der von außen sagt, ist das richtig, was machst du da und so weiter. Man kann das ja auch nicht überall rum erzählen und das sind einfach Dinge, die dann dort wirklich so passiert sind.
Ja, mit dem Daniel lief das schon lange nachher. Er wird ja noch eine Rolle spielen, auch in den zukünftigen Serien. Und das war schon immer, es war eine Einnahme, auf die man sich dann auch irgendwie verlassen hat, hatte das Geld dann schon einkalkuliert. Wir sind dann regelmäßig losgefahren. Wir mussten dann in einem Turnus von 3 bis 4 Wochen sind wir dann immer los und haben uns das bezahlt, haben uns verabredet über die Einweghandys und sind dann losgefahren. Wir haben uns meistens getroffen irgendwo in der Mitte bei Hamburg, oft auf dem Sonntag. Das Geld mitzunehmen war gar nicht so schlimm. Man darf ja, ich glaube, 10.000 Euro darfst du ja so transportieren, ohne dass du nachweisen musst, woher das kommt. Ja, war ja dann durch den 11. September, es hat sich alles ein bisschen verändert, was Bargeld und so weiter angeht. Dann haben wir uns sonntags immer darauf vorbereitet, dass wir bei einem Autoportal ausgedruckt haben, dass wir angeblich losfahren und ein Auto kaufen wollen. Und dass wir gesagt haben, okay, wir haben natürlich die szenetypische Stückelung 5er, 10er und 20er nachher auch versucht immer zu tauschen. Das war ein ganz schöner Akt. Also wenn du nachher Drogenstückelung Geld hast, 30, 40, 50.000 Euro und das ist alles in 5ern, 10ern, 20ern, ist das auch ein ganz schöner Batzen. Alles so gerollt, geknickt, dann das zu wechseln. Haben wir teilweise über einen Tattoo-Laden gemacht, über irgendwelche Läden, die wir kannten, Restaurants, wo wir dann echt immer gesagt haben, oh Mensch, hast du ein 200er oder ein 500er an der Kasse, willst du den klein gemacht haben? Dann haben wir den klein gemacht und das war nebenbei Dinge, die wir wirklich nebenbei so erledigt haben. Und dann sind wir losgefahren und falls wir angehalten worden wären mit, was ich, 40 oder 60.000 Euro an Bord, dass wir dann gesagt hätten, wir sind auf dem Weg und wollen uns das Auto kaufen. Haben uns dann in der Region 3, 4 Autos ausgedruckt und haben gesagt, ja, wir sind gerade unterwegs und wollen uns ein Auto kaufen. Ja, weiß ich nicht, ob man damit so reibungslos durchkommt, aber ich gehe davon aus, dass man erstmal damit durchkommt, wenn man gut vorbereitet ist. Aber das sind so Ausreden, die dann dort genutzt werden. Haben uns dann sonntags meistens auf dem leerstehenden IKEA Parkplatz getroffen, was dann immer sehr, sehr merkwürdig war, weißt du, ja, wir kennen uns ja langsam, ne? Und wenn du auf dem IKEA-Parkplatz stehst und sonntags steht da mal so gar nichts und auf einmal triffst du dich da sonntags und beim zweiten Treffen dann so, auf einmal steht da ein Kombi mit jemandem drin. Ja, und dann alle so, ja, wir beide warten so in unserem Auto, sitzen da, der andere aus Niedersachsen kommt so mit dem Auto und sagt, ja, gehört er zu euch? Ist er euch hinterhergefahren? Und wir so, nee, und ja, weiß ich nicht, scheiße, lass mal hier nicht reden und lass mal irgendwie, ja, und dann, hey, ach komm, lass mal vorbeifahren. Und dann sitzt irgend so ein Typ, keine Ahnung, weil er keinen Bock hatte zu Hause mit seiner Frau irgendwie zu frühstücken oder so, hat er gesagt, er muss noch dringend zur Arbeit und muss gar nicht zur Arbeit oder ist, ja, und dann fährst du so zu diesem Kombi ran und sitzt da so ein Typ drin, irgendwie so 50 Jahre alt, liest so Zeitung und dann wir so mit dem dicken Auto, mit dem anderen dicken Auto so um ihn rum und er so mit der Zeitung so, okay, weißt du, so Zeitung so zusammen, fühlt sich total, und wir so, ja, okay, kein Kopf und so weiter, ausgestiegen, was wir in der Anfangszeit natürlich immer gemacht haben, Geld vor Ort zählen, das haben wir nachher abgeschafft, nachdem es ein paar Mal reibungslos geklappt hat und wir die Scheine auch immer größer gemacht hatten, hatte das dann reibungslos geklappt und so lief diese Konecke erstmal an und so funktionierte die Maschinerie auch eine Zeit lang. In Rostock kam das nicht so gut an durch diesen einmaligen Geruch und die Optik davon. Spricht sich das in einer Stadt sehr schnell rum, in einem gewissen Drogenmilieu, es gibt was Neues auf dem Markt oder es gibt was Besseres auf dem Markt, das ist nicht totgestreckt und kriegst du bei dem und den, ja, wenn Leute dann teilen, ja, es ist ja auch immer, das war bei mir später auch, wo ich Drogen konsumiert habe, man fühlt sich natürlich wohler, wenn andere Drogen mitkonsumieren. So passiert das auch leider, dass Leute zum Drogenkonsum überredet werden. Ja, wenn du in meiner Wohnung sitzt und einer konsumiert nicht und sagt, ja komm, ist geil und so weiter. Weil die Drogen konsumieren, fühlen sich oft dann, fühlen sich schlecht, wenn dann jemand nicht mit konsumiert, weil sie sich dann als Junkies fühlen. Ja, ist so ein Feeling, das man dabei hat. Man fühlt sich besser, wenn man dann sagt, ja komm, heute auch. Und wenn jemand dann sagt, nee, dann sagt man so, was jetzt, willst du jetzt hier ein bürgerliches Leben anfangen und so weiter? Oder traust dich nicht mehr, was ist denn los, hat dein Alte dir das verboten und so weiter? Ach, hör auf, so einen Scheiß zu erzählen. Oh je, dann nicht, dann will ich halt nicht mehr. Ja, ich will jetzt demnächst auch nur noch Fahrrad fahren und kein Motorrad mehr. Setzt man Leute so echt so scheiße unter Druck und ich kann euch das sagen, Leute, lasst euch davon nicht beeinflussen. Ihr seid die Starken, wenn ihr Nein sagt. Will jetzt auch nicht zu moralisch da werden, aber solche Sachen funktionieren heute bei mir nicht mehr und ich wünsche
vielen von euch auch diese Stärke. Wenn man da so belabert wird, komm mal mit, mach mal mit und so weiter. Ja, und so geht das natürlich schnell rum, dass in Rostock da was passiert. Und dann kam auch noch jemand anderes aus dem Club auf mich zu. Und das wurde dann so benutzt, weil die Hells Angels wollten nicht ins Visier kommen und die haben selber dann einige aus dem Red Devils Charter benutzt, dass die für die verticken. Und da dachte ich mir so, okay, dann kommen wir alle ins Visier. Wieso macht ihr das für die? Ja, ich schulde denen. Da ist ja auch viel rausgekommen bei uns clubintern bei den Red Devils, dass die meisten von denen echt so hammermultiple Problemstellungen hatten. Ja? Geld, Frau, Arbeit, Schulden, was weiß ich, Sucht, Alkohol, also keine Ahnung, ja, echt so alles, ja, und dann haben sich natürlich immer so in Abhängigkeiten begeben und das wurde natürlich, wo wir uns gegründet haben, nicht mitgeteilt. Wie gesagt, ich kann heute, die ich mal Brüder genannt habe, die meisten von denen kann ich nicht mal mehr den Namen rausholen, weil ich so wenig mit denen zu tun hatte, ich wusste so wenig über die, ich wusste nicht mehr, ob die verheiratet waren, eine Beziehung hatten, ich wusste nicht, wie deren Freundin heißt und gar nichts. Und nach außen waren wir Brothers und sollten uns gegenseitig in eine Kugel schmeißen, ja, wenn wir angegriffen werden und sollten Stadt verteidigen und angreifen und was weiß ich, was wir so alles machen sollten. Und ja, dann dadurch, dass sie so Abhängigkeiten hatten, Geld schon gemacht haben, wurden sie natürlich auch gesagt, ja, das ist mein Läufer und ich muss für den und den, für die Sergeant, für den Stör irgendwie laufen gehen, aber das Ding ist totgestreckt und was weiß ich. Und dann gab es ja auch immer wieder Drama. Da war ich auch nicht drauf vorbereitet, aufgrund der Disziplin. Disziplin in Anführungszeichen, in Tüdelchen, in Gänsefüßchen. Aber wenn jetzt schon ein Sauhaufen war im Bereich des Rechtsextremismus, teilweise in Kameradschaften, was so Unzuverlässigkeit angeht und die ganz normalen Dinge in einer Gruppe, die funktionieren müssen mit Melden, Abmelden, Rechenschaft, Clubsitzung und so weiter, hatte ich ja gedacht, es ist jetzt ein Aufstieg, wurde es jetzt hier wirklich crazy. Und da war ich auch nicht drauf vorbereitet, weil ich dachte ja, es ist ein Aufstieg und in dem Punkt war es halt ein Abstieg. Weil dann auch so war einer, den ich eigentlich sehr, sehr gerne mochte, war bei uns, was war denn der? Secretary, glaube ich. Nee, Secretary war Daniel. Was war denn der? Schriftführer? Nee, ist ja Secretary. Er hatte auf jeden Fall ein Amt und Kassenwart. Ich glaube, er war Kassenwart. Ja, und der war schon unterwegs, hat auch viele Drogen und so vertickt. Ja, was war dann aber los, wenn der eine Ladung bekommen hat, auch von dem Stör, von dem Sergeant? Dann hat der eine Ladung bekommen und ist selber erstmal 3-4 Tage verloren gegangen. Der ganze Typ verloren gegangen, Handy verloren gegangen, Drogen verloren gegangen, Geld verloren gegangen. Auf wen ist das alles immer zurückgefallen? Bei wem ist Stör ausgeflippt? Uns gegenüber, ja. Warum habt ihr ihn als Club nicht im Griff und so weiter? Und da wussten wir das ja noch alles gar nicht. Ich so, Digga, ich weiß, wenn der 4 Tage weg ist. Ich habe mein ganz normales Business in Wismar, Alter. Da kann ich doch nicht, was soll ich abends bei denen hinfahren? Soll ich den ins Bett bringen, morgens wieder aufwecken, anziehen, sagen, er soll duschen gehen und dann, dass der funktioniert oder was? Ja, aber ihr seid ein Club, ihr müsst aufeinander achten und so weiter. Und ich sag so, ja, wieso geht denn der verloren? Ja, der hat ein Suchtproblem und der gönnt sich immer, wenn er vertickt, zu viel. Und ich sag so, ja, was, und hey, ich habe den ganzen Zusammenhang nicht verstanden. Und dann ist damit auch nicht rausgekommen. Und dann natürlich, nachdem er nach 4 Tagen wieder da war, und dann war er ja 4 Tage wieder gebraucht, um klar zu werden. Ja, dann hat er gesagt, ja, ich bin ja, ich muss das ja auch machen oder ich mache das für den Sergeant. Ich sag, hey, Digga, der weiß, du bist süchtig, du sollst für ihn einen Läufer machen, der drückt dir die Drogen in die Hand, meckert mich an, dass du weg bist, meckert dich an, dass du die Drogen nimmst, weiß, dass du ein Suchtproblem hast. Ich so, erstmal, was ist das denn, Alter, Digga? Ja, aber ich kann ja davon auch was wegdrücken und so weiter. Dann hat er sich weiter in Schulden gestürzt und so weiter. Es ist einfach ein Riesendrama gewesen, wo ich gesagt habe, hä? Also wie kann man einem Süchtigen, okay, der kann zwar Umsatz machen, das dann geben, dann den Club anmeckern, mich anmeckern, dass wir um den kümmern sollen, wenn du ihm hinten Drogen gibst. Ich dachte, ich falle hinten rüber. Mit sowas musste ich mich beschäftigen, hatte ich gar keinen Bock drauf. Aber auf was ich noch viel weniger Bock hatte, war dann, wo ich in Wismar war, gab es dann einen Anruf, ja, euer Sergeant der Red Devils ist verhaftet. Ich so, wieso ist er verhaftet? Keine Ahnung, Polizei zugeschlagen, wir kümmern uns, macht euch mal auf den Weg nach Rostock.
Der wird auch in Untersuchungshaft kommen. Keine Ahnung, wie es da weitergeht. Und auf jeden Fall kommt Polizei ja zugeschlagen. Und was da passiert ist und wie da es unterschiedliche Wahrheiten drüber gibt, weil sich jemand bei mir gemeldet hat, der mir die Story andersrum erzählt hat, das wird ganz interessant und das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Und ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.